Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir sind gerade eben quasi aufgestanden, also beziehungsweise, was habe ich da vor? Warum will ich das denn da anzünden? Ja, wir sind noch gerade aufgestanden. Also für euch ist das in der gestrigen Folge. Für mich ist er gerade eben. Wieder bleibe ich da hängen, natürlich. So, und jetzt brauchen wir Frühstück. Brauchen Fleisch. Und wir könnten dann auch rein theoretisch schon mal anfangen, wieder Holz zu jagen. Dann jagen wir gleich Holz. Bäume sind da auch anscheinend genug wieder nachgewachsen. Das erste. Wurst haben wir auch schon wieder. Ja, ich finde schon interessant, wie schnell wieder Hunger und Durst nachlässt. Also die Sättigung und die Hydration. Irgendwie in letzter Zeit wieder schneller runter. ...423 Baumstämme brauchen wir auch übrigens. Das wird wieder auch eine ordentliche Arbeit sein. So, wir sind auch schon sofort da. Dann können wir aber auch schon mal schauen, wie wir das mit den Fallen machen. Dass wir die mal ausprobieren, uns mal ansehen, was davon was macht. So, dann denken wir hier eben. Das mit Schildkröten ist jetzt ein bisschen doof, dass die jetzt nicht da sind. Dafür haben wir jetzt anderes Stück Fleisch. Das müsste fürs erste reichen. Vogelfleisch weiß ich ja noch unsere Anfänge. Wir haben doch noch Fleisch. Ja. Ich hab gedacht, wir hätten kein Fleisch mehr. Ja, erstes fertig. So, den können wir gleich ja auch noch essen. So, wo haben wir Fallen? Kurz Falle. Drei Stöcker, drei Baumstämme. Hier 6 Baumstämme, 10 Steine, ein Seil. Hier 20 Stöcker, 4 Baumstämme. 2 Steine, 2 Seile. Kommt, dass der jetzt aus ist? Der ist noch frisch, der ist noch frisch.
Ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Wir fangen damit an. Na, stellen den mal hier hin. Ich glaube, der gibt zwei Baumstämme. Wobei ich wegen das von vor ein paar Tagen mit diesem großen Monster, ich habe auch immer wieder so Panik, dass gleich vielleicht sogar noch wieder so ein Boss kommt. Ureinwohner an sich ist ja nicht so schlimm. Ja, die sind immer als Gruppe da, aber diese. Die sind weniger schlimm als hier diese größeren Monster. Hier Thrombosen, Jonas, Muschi Klaus. Und so wie die alle heißen. Und dann noch diese großen Bosse. Die wie dieses Wurstmonster da. Von vor ein paar Tagen. So, To-Do-Liste aktualisiert. So. Dann wollen wir den hier auch nochmal ausprobieren. Können wir den bauen? Ach so. Dafür brauchen wir einen Baum. Okay, dann machen wir den. Den machen wir mal. Den machen wir mal so. So, dafür brauchen wir wieder Baumstämme. Wir haben drei, wir brauchen vier. Dann nehmen wir den hier. Hallo? Hier? Hä? Den Rest können wir hier reinpacken. Brauchen wir noch ein paar Stöcker. So, die beiden sammeln wir noch. Ah, da. So, dann können wir auch gleichzeitig ein paar Blätter wieder sammeln, wenn wir wieder was auf Vorrat haben. So, Stöcke haben wir jetzt genug. So, dann hatten wir hier noch diese Falle. Oh, komm, die stellen wir mal hier hin. Ein Seil. Da brauchen wir wieder zwei. Haben wir.
Und dann nur noch 5 Baumstämme. Nehmen wir den hier. Drücke ich aus Versehen noch C. Okay, kann ich ihn wieder. Dafür brauche ich wieder einen Stock. Okay. Okay, nice. Das ist nice. Die drei nehmen wir schon mal wieder mit rüber. Kommen wieder Schildkröten. Nice, das gibt wieder was zu essen. Da sind sie schon mal. Dann bin ich gespannt, wo die jetzt sind. Hä? Ja, ich würde mir das dann später mal genauer angucken. Aber wir müssen jetzt auch was fürs Lager tun. Wir haben ja oben Lager. Und die müssen wir auch schon ebenfalls planen. Und eventuell sogar auch schon anfangen auszubauen, weil wenn wir werden immer wieder neue Ideen bekommen, was wir da machen können. Und es wäre auch immer so von Vorteil, wenn man schon ein bisschen was als Lager hat. So, beziehungsweise gelagert hat, meine ich. Dass man ein bisschen immer was auf Vorrat hat. Dass wir beispielsweise ein Knochenlager haben, so Felllager, keine Ahnung, Baumstammlager, Steinlager. Dass wir immer alles da parat haben und so. Dass wir uns da keine großen Sorgen machen müssen. Dass sobald wir das da schon fertig haben und dann so irgendwas als Idee kommt. Weiß ich jetzt noch nicht was, aber wenn irgendwas kommt, so dass wir dann direkt drauf losbauen können. So, die drei nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit nach oben.
Können wir den hier schon mal fertig machen? Was heißt fertig? Also Anfang. Obwohl, wir haben hier oben auch noch den da. Hätten wir den fertig machen können. Egal. Jetzt ist egal. Dann kann man hier so einen kleinen Zwischenlager machen oder sowas. Beispielsweise für Baumstämme oder Stöcker. So. Nee, keine Dekoration. Möbel, Möbel, Betriebsmittel. So, nee. So. Hier haben wir Fallkorb, Rüstungsgestell, Felllager, doch ein Korb. Ich glaube, das mache ich für einen Arsenalraum. Hier. Sprengstofflager, Arsenalraum. Hier Stocklager. Baumstammschlitten, Steinlager, Baumstammlager. So, dass wir hier schon mal einen haben. Hier Nummer 2. Hier die vierte. Hier die fünfte. Hier die sechste. Hier schon mal 6 haben. Dann können wir Stöcker ebenfalls. Ach komm, Stöcker machen wir. Machen wir hier. Fangen wir hier an. 1. Ich glaube, Stöcker brauchen wir auch deutlich mehr. 3. 3. Und die 4. So wie Steine. Eins. Hier die 2. 3. Und die 4. Hier dann das alles lagern können. 152 Stöcker brauchen wir jetzt. Ach du Scheiße. Aber ja, ist dann halt so. Dann weiß nicht, wofür die Schränke sind. So. Aber wir können dann auch noch einen Korb hier. Den drehen wir mal ein bisschen. Hier 1. Zwei. 3. Und die hier machen. So wie Felle. Können wir hier machen. Und die Felle packen wir hier mit so einem kleinen Abstand so voneinander. Ja, komm. Und hier noch der letzte. So. Dass wir hier die Zwischenlagerung erstmal haben. Komm. Rüstung können wir hier auch erstmal machen. Machen wir erstmal hier einen. Und hier der zweite. Und hier noch der dritte. Ja, das ist unser Zwischenlager.
Und dann, wenn wir hier erstmal alles so drauf transportiert haben und so weiter, hochgebracht haben oder zwischengelagert, dann können wir hier durch, hier Schlafzimmer, aber dann gehen wir hier hin. Und hier ist dann, hier wird dann das große Waffenlager sein. Und hier wird dann große Rohstofflager. Müssen wir nur schauen, wie wir das dann genau hier genau planen werden. Mir ist nass und ich bin kalt. Das trifft sich jetzt gut. Wenn wir hier eben ein kleines Stück legen wir auch noch drauf. Oder uns vergammelt essbar. Frisch, frisch. Ja. Ich weiß, ich habe Hunger. Aber erstmal 407 Stöcke. Und 420 Baumstämme. Das wird eine Aufgabe. Hä, wie jetzt? Ja, niedrige Energie haben wir auch schon wieder. Ja, wir essen jetzt was erstmal und dann kümmern wir uns drum. Ja, Essen ist fertig. Oh, ist schon wieder dunkel. Oder? Nacht? Ja, ist Nacht. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wie wir die 407 Stöcke und 420 Baumstämme sammeln, das werden wir ab der nächsten Folge erfahren. Hallo? Ich kann noch nicht schlafen. Okay. Ja, müssen wir eben ganz kurz warten. Während ich friere. Ah. Wir machen das so. Dann wird mir warm bleiben. Ja, mir wird warm. So, jetzt können wir schlafen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.